Ja, hallo, hier ist mal wieder der Dreckige Wichser mit einem neuen Real Talk Video für euch. Und ja, ich habe lange überlegt, was erzähle ich euch denn als nächstes. Und ja, dann schaue ich so aufs Datum bzw. auf den Kalender. Und ja, wir haben jetzt März 2015 und da fällt mir ein, vor knapp 4 Jahren, da hattest du ja deinen ersten und zum Glück einzigen Gerichtstermin. Und ja, dann dachte ich mir, das kannst du doch eigentlich mal erzählen, dürfte ganz interessant werden. Ich möchte mich entschuldigen davor, falls das Video ein bisschen länger dauern sollte. Wird schon so seine 6, 7 Minuten, denke ich mal, brauchen. Aber ich denke mal, ich werde es auf 2 Teile machen. Dann ist es mit Sicherheit für euch auch übersichtlicher und ihr müsst nicht ständig mein dämliches Geplapper ertragen. Okay, gut, dann fangen wir auch gleich schon mal an, würde ich mal sagen. Ja, was ist damals passiert? Ja. Ich habe damals meinen 18. Geburtstag gefeiert und ja, danach dann so habe ich mir gedacht, schaust du mal auf dein Handy. Gehst noch ein bisschen ins Internet, mal auf ein paar Airsoft-Seiten. Ich bin damals, bin ich auch immer noch öfters auf Airsoft-Events gegangen, beziehungsweise eher mit Kumpels halt zusammen rumgeballert, haben uns gegenseitig abgeknallt und so. Ihr kennt es. Und ja, dann schaue ich halt so auf die Internetseite und denke mir halt so, jetzt bist du 18, jetzt kannst du dir eigentlich jeden verfickten Scheißdreck kaufen. Ja, das habe ich auch gemacht, ihr müsst euch so vorstellen. Auf Airsoft Sport 24 damals hieß die Seite, die hatten richtig geile Blend- und Rauchgranaten und ja, da habe ich gleich für 100 Euro oder so eingekauft. Also ich glaube, keine Ahnung, Blendgranaten 6 Euro hat da eine gekostet, habe ich gleich so 10 gekauft, der Rest war Rauchgranaten. Ja, und die Dinger waren wirklich mega geil, also die gibt es leider gar nicht mehr ins Sortiment. Und ja, ich muss dazu sagen, das war eine österreichische Seite. AT, gut. Du denkst dir nichts, Deutschland, Österreich ist gleich ums Eck. Wird schon nichts passieren oder so, denkst du dir halt so. Und ja, musste ja natürlich dann auch so kommen. Ja, ich habe mich dann halt mit ein paar Kumpels in Dachau damals getroffen. Das ist in München, beziehungsweise in der Nähe von München. Und ja, da war eine leerstehende Fabrik. Und da sind wir halt dann auf jeden Fall reingegangen. Und ja, da haben wir uns halt ein fettes Battle geliefert. Und es war halt wirklich extrem geil da drinnen. Weil, ja, ihr müsst euch vorstellen, eine richtig geile kleine Fabrik, wo man halt wirklich dann diese Dinger extrem geil testen konnte. Ich bin dann mit der Shotgun die ganze Zeit rumgelaufen, glaube ich. Und mit meiner AK-47 noch, genau. Okay, gut, ich muss auch dazu sagen, ich war damals noch neu in der Szene und ja, ich war halt einfach zu leichtsinnig und ich habe die Dinge auch nicht wirklich ordnungsgemäß transportiert. Also, meine AK-47, die hat nicht ganz in die Sporttasche reingepasst. Müsst ihr euch vorstellen, dass der Lauf noch von der Knarre rausgeschaut hat. Und ja, kommt halt natürlich scheiße rüber in der S-Bahn, wenn halt da eine Knarre rausschaut. Und ja, gut, die habe ich dann mit einer Plastiktüte noch verdeckt, also total unprofessionell. Mittlerweile schmuggle ich die ganzen Dinger halt in meiner Getarntasche, da das passt wunderbar von der Größe. Und ja, die Blend- und Rauchgranaten waren halt da auch in der Tasche drin. Also war wirklich alles andere als vorschriftsgemäß. Und ja, auf jeden Fall, wir haben da drinnen unseren Spaß gehabt. Das war wirklich Halloween 2010 damals. Da war ich nämlich zu dem Zeitpunkt 1 Jahr mit meiner Frau zusammen. Und ja, danach wie soll ich sagen, wie wir halt das Battle da beendet haben, haben wir uns halt dann zusammen zur S-Bahn begeben. Jeder ist halt dann heimgefahren, beziehungsweise ich bin dann noch zusammen mit einem Kumpel gefahren, habe mich dann halt getrennt. Und ja, jetzt kommt ja das Lustigste. 20 verfickte Meter, wirklich 20 verfickte Meter von der Wohnung von meiner Freundin. Damals noch Freundin, ja. Da müsst ihr euch so vorstellen, fällt mir auf einmal so ein, hast du wirklich alles eingepackt? Und da war ein Hof halt quasi so ein kleiner Stein. Hab halt schnell mit der Taschenlampe geleuchtet, hab geschaut, ob wirklich alles drinnen ist. Keine Ahnung, warum ich Idiot einfach nicht reingegangen bin und es dann gleich nachgeschaut habe. Ich weiß nicht, was ich da gesucht habe. Irgendwas habe ich irgendwie vermisst und ich war mir ziemlich sicher, hab's nicht eingepackt. Und ja, ich leuchte gerade so mit der Lampe rum. Dann auf einmal höre ich von hinten: Hey, Polizeikontrolle! Kam da so ein fetter alter Kerl auf mich zu. Ja, gut, so fett war der jetzt auch nicht. Und ja, meint halt dann so: Was hast du da drin? Und ich habe ihm halt gleich gesagt, nicht, dass der Kerl irgendwie auf mich schießt oder so. Ja, dass das halt nur Airsofts sind, also keine echten Knarren.
Und ja, dann dachte ich mir, scheiße, 20 Meter vor dieser verfickten Haustür. Und ja, der hat erstmal gedacht, dass ich, weil die waren aus Streife, hat sich da mein Gerichtstermin rausgestellt, weil in der Gegend ein Fahrraddieb gemeldet worden ist. Da denke ich mir auch so, ja, in diese Scheiß-Sporttasche soll ich ein Fahrrad schmuggeln. Alles klar, Polizei München. Super Arbeit, okay, gut. Ich will auch jetzt gar nicht darüber genaueres sagen, über die Polizei München. Auf jeden Fall müsst ihr euch dann so vorstellen, dass ich halt dann erstmal zum Zivi-Auto, also das waren Zivilpolizisten, da waren dann noch drei, vier andere. Ja, die hatten riesen Spaß mit den Knarren, müsst ihr euch vorstellen. Denen hat es richtig gefallen. Und der eine Idiot, der war so dumm, der nimmt sich meine AK-47, schießt sich in den Handschuh. Ah, schreit dann er erstmal. Und dann ist er so dumm und schießt sich nochmal. Den Sinn müsst ihr euch mal vorstellen. Er schießt sich mit der gleichen Knarre nochmal in die gleiche Hand und schreit nochmal. Ah! Und ja, ich konnte natürlich das Lachen nicht so wirklich verkneifen. Er hatte schon ein bisschen böse geschaut. Und ja, auf jeden Fall hat er dann so gemeint. Bursche, die hat mehr als 0,5 Joule. Dies müssen wir jetzt beschlagnahmen. Ja, und dann haben sie auch noch meine Scheißblend- und Rauchgranaten entdeckt. Das haben sie natürlich auch gleich mitgenommen. Alles, sogar meine Munition haben sie mitgenommen. Und dann hieß es, gut, Bursche, Burschall, hat er gesagt. Ja, du kriegst dann einen Brief und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und natürlich, außer meiner Frau hat es dann niemand gewusst, was da jetzt passiert ist. Und ja, meine Eltern haben nicht schlecht geschaut, wie da auf einmal ein Brief von der Polizei nach Hause kam. Ist man ja von mir gar nicht gewohnt. Ja, und ich dachte ja auch nicht, dass da irgendwie Großpolizei München steht. Ich dachte ja, wenn du deine Post liest, dann ja, machst du es halt mal so ein bisschen alles, wie soll ich sagen, nicht so öffentlich. Und dann ja, schaust halt mal, wie es weitergeht. Aber nee, die Bullen mussten natürlich halt ihren ganzen wie sagt man, ihre Kopfzeile und sowas draufschreiben. Und dann ruft mich gleich meine Mutter an. Bago, die Polizei hat dir einen Brief geschrieben. Haha, das weiß ich noch. Und ja, dann bin ich erstmal heimgegangen und habe den Brief aufgemacht. Und dann stand da fett groß Beschuldigtenvernehmung. Da habe ich erstmal schlucken müssen, weil ich dachte irgendwie, ja, ich kann die Dinger wieder abholen, wird schon nichts sein und so. Ja, und dann habe ich halt auch 2, 3 Tage später meine Beschuldigtenvernehmung da gemacht. Ich habe halt ausgesagt und da meint halt der eine Polizist, dass es auch lächerlich findet und es wird mit Sicherheit dann eh jetzt dann gleich eingestellt werden. Und ich werde halt, keine Ahnung, 50 € an irgendwelche Behindis oder sowas spenden müssen, hat er halt gemeint. Und ja, dann war ich erstmal ein bisschen beruhigt und dann, ja, ficken denkst du dir halt dann, wenn 2 Monate tatsächlich später wirklich ein Brief von Amtsgericht München kommt. Der war über 3 Seiten lang und da stand halt meine ganze Beschuldigung und meine ganze, wie soll ich sagen, meine ganze Anklage stand halt da. Und ja, die Anzeige war übrigens wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Und ja, wenn du es so liest, dann schluckst du schon ganz schön, weil du weißt halt wirklich, du denkst an nichts Schlimmes und dann steht da halt schon Sprengstoffgesetz und das klingt schon echt schlimm irgendwie, wenn du das erste Mal so das liest oder das hörst. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich mache im nächsten Video weiter, weil es hier sonst zu lange dauert. Lasst ein Vot da, wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise ein Like, dann bis zum nächsten Video.